Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und ich möchte hier ein Wort erklären, was auch jetzt ein bisschen wieder durch die Medien geistert, nämlich Stagflation. Das ist eine deutsche Wertschöpfung. Wir hatten es auch schon mal Mitte der 60er bis Anfang der 70er und da gibt es auch eine ganz spannende Beobachtung. Aber erstmal, was ist Stagflation? Da ist Inflation drin und Stagnation. Das bedeutet, dass man Inflation hat ohne echtes Wachstum. Das heißt, selbst wenn ihr jedes Jahr 3-4% mehr Lohn bekommt und die Preise genauso steigen, dann hat man real, sag ich mal, nichts verdient und es gibt kein echtes Wirtschaftswachstum. Teilweise kann es sogar rückläufig sein. Das ist schon mal vor vielen Jahrzehnten passiert. Und das ist natürlich nicht gut für Assetpreise. Es gibt wenig organisches Wachstum, die Zinsen oft steigen damit der Inflation, was die Werte von Assets wie Immobilien oder Aktien eher verringert. Und es ist per se einfach insgesamt kein gutes Umfeld zum Investieren. Und diese Angst besteht jetzt wieder. Kann man natürlich nicht ausschließen, aber man darf auch nicht vergessen, vor 2-3 Jahren haben die ganzen Makroinvestoren gesagt, es gibt nie wieder Zinsen. Und das ist alles gar keine Gefahr mit Inflation. Oft ist immer so, wenn alle drüber reden, dann ist das Thema auch schon oft durch. Und die ganz langfristigen Trends wie Demografie etc., die haben sich ja nicht geändert. Also die Gründe für diese Stagflation sind eigentlich eher kurzfristiger Natur, wie die Chipkrise, Corona in China, der Ukraine-Krieg. Das sind Sachen, die uns wahrscheinlich in 2-3 Jahren auch nicht mehr beschäftigen. Und wenn die Konjunktur ein bisschen runterkommt, dann wird auch diese Lohnpreisinflation wahrscheinlich auch ein bisschen runterkommen. Aber nochmal zum Verstehen, Stagflation ist Inflation ohne echtes Wirtschaftswachstum. Der eine oder andere merkt es vielleicht gar nicht, weil er sich darüber freut, dass er mehr Lohn bekommt, aber man beschwert sich halt über die steigenden Kosten. In dieser Phase, das gab es ja schon mal, gab es aber eine Gruppe von Aktien, die gut performt haben oder das war eigentlich die beste Asset-Klasse und auch wenn ich mich darüber überlege, wo würde ich jetzt mein Geld hin tun, dann ist es genau diese Gruppe. Aber die hießen damals die Nifty 50. Das ist nicht der indische Aktienindex, sondern es waren so 50 sehr beliebte Aktien, aber man kann sie auch als Qualitätsaktien bezeichnen. Und die haben damals den Aktienindex über 8 Jahre massiv outperformed. Können wir uns hier nochmal kurz anschauen, bis die Multiples halt oder die KGVs jenseits der 40 hochgingen. Und das hat sich danach wieder normalisiert. Aber man findet jetzt, glaube ich, auch viele der heutigen Nifty 50s zu wirklich fairen Bewertungen, wo es dann auch zu so einer Multiple Expansion kommen kann. Und wenn wir sagen, wir haben kein echtes Wachstum mehr, dann will ich ja eher wo investieren, wo es noch Wachstum gibt. Ja, das heißt ja, wenn die gesamte Wirtschaft nicht wächst, gibt es ja trotzdem Branchen, die weiter wachsen. Da sind wir im Digitalisierungssektor und ich möchte Firmen, die eine hohe Preisfestsetzungsmacht haben und idealerweise Fixkosten haben. Die können dann auch von der Inflation profitieren, weil die Kosten, sag ich mal, eher gleich bleiben, aber sie die Preise für ihre Abos oder Werbung etc. erhöhen können. Damals waren in diesen Nifty 50 Aktien wie McDonald's, ich glaube auch Marlboro, aber auch Wachstumsaktien wie Xerox etc. Also so eine Mischung aus Wachstumsaktien bis profitable Wachstumsunternehmen. McDonald's damals natürlich auch noch stärker gewachsen als heute. Aber insgesamt kann man es als Qualitätsaktien bezeichnen, die aber meistens auch profitabel wären. Welche wären jetzt die Nifty 50 von heute? Ich würde sagen, einerseits sind wir wieder bei den Fang-Aktien, aber auch die Aktien dahinter, die teilweise jetzt ja sehr günstig geworden sind, wie eine Meta, eine Alphabet, eine PayPal, eine Netflix. Man kann natürlich auch mal weiter schauen nach China, da sind ja auch diese großen Aktien sehr, sehr günstig geworden. Oder auch im Digitalisierungssektor gibt es auch Aktien aus der zweiten Reihe, wie eine Dropbox, die inzwischen wie eine Value-Aktie bewertet sind. Und ich glaube, dass diese Aktien in diesem Umfeld relativ gut aufgestellt sind, aus den genannten Gründen, Preisfestsetzung macht, eher Fixkosten, haben wir noch viele Möglichkeiten, Kosten zu sparen, indem sie ein paar Projekte aufschieben oder mal weniger Mitarbeiter einstellen. Also deswegen bin ich eigentlich auch mit meinem Fonds Haas Invest for Innovation relativ bullish
auf diesem Niveau, weil das eigentlich das Umfeld für profitable Wachstumsaktien. Na, ich sage jetzt nicht die Aktien, die 20, 30 Mal Umsatz traden und defizitär sind, die können immer noch runterkommen. Da ist doch schon viel passiert, aber die können nochmal deutlich weiter fallen. Aber Aktien, die jetzt eigentlich günstiger sind als der Markt, aber eigentlich aus dem Wachstumssektor kommen. Das Tief erwischt man da nie, aber eigentlich ist das Umfeld meiner Meinung nach für diese Aktien nicht schlecht. Und es ist nicht nur eine subjektive Meinung, wo ich ein bisschen natürlich nicht ganz unbiased bin, weil ich da stark investiert bin, sondern die Geschichte zeigt es auch, dass es in der Vergangenheit auch so war. Kann man natürlich auch noch gut ergänzen mit Firmen mit einer guten Preisfestsetzungsmacht aus anderen Sektoren. Aber wenn ihr überlegt, wenn ihr jetzt 100.000 Euro bekommt, was würdet ihr da machen? Ja, Cash ist blöd, ne? Frisst die Inflation auf. Immobilien wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig. Da bleiben eigentlich dann nur Aktien und da würde ich halt nicht in Zykliker investieren, nicht in Firmen, die viel Schulden haben, nicht eher aus Old Economy, sondern in Firmen, die profitabel und strukturelles Wachstum vor sich haben. Was ist eure Meinung dazu, zu Stagflation, Nifty 50? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.